Leute, herzlich willkommen zurück. Leute, die vorher dabei waren bei Coromon. Jetzt geht's ans Finale des schrecklichen Wochenendes. Wir hauen uns in die drei DLCs von Little Nightmares. Little Nightmares war, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile gute 2 Jahre her, ein Projekt von uns. Das haben wir gemeinsam schon gezockt im Livestream. Und ich weiß nicht warum, ich habe das nicht gecheckt, dass es da DLCs gibt. Ich weiß echt nicht warum, aber ja, es gibt insgesamt 3 DLCs und das ist die PC-Version. Ich habe jetzt da im Sale alle 3 DLCs gekauft, weil wir ja gestern schon mit Blair Witch fertig geworden sind. Und ich habe mir das jetzt einmal angeschaut, wie das genau funktioniert. Ich spiele es mit einem Controller, also mit einem Nintendo Switch Pro Controller. Und man hat da die Kapitelauswahl. Wir könnten auch unseren alten Spielstand fortsetzen, ganz normal, was nichts bringt, weil wir haben das gemeinsam durchgespielt im Livestream. Und man hat da die Kapitelauswahl, da geben wir mal eine. Und dann öffnet es da unsere ganz normalen Kapitel, die wir eh kennen, die haben wir alle durchgespielt mit der 6. Und wenn man dann da nach unten springt, dann hat man dort die 3 Kapitel. Also je nachdem, was man dann für die DLCs kauft, zeigt es da die DLCs auch an. Und es geht in der Reihenfolge Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Und es geht in die DLCs, in alle 3 DLCs um eine Figur, die nennt sich Kit. Der ist gleich wie die 6 in dem Schlund gefangen. Und muss da, glaube ich, auch irgendwie Aufgaben erfüllen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich nicht spoilern lassen, weil ich das jetzt da mit euch gemeinsam live erleben will. Die Tiefen heißt das Ding. So. Wieder eine neue Figur. Six kennen wir schon. Mono kennen wir schon. Jetzt lernen wir den Kid kennen. Ah, und wir sind schon da. Auf A springt er. Da liegt ein Teddybärchen. Warte mal ganz kurz. Ah, das federt ein bisschen. Was er da tut, weiß ich jetzt nicht. Er tut irgendwas, aber ich weiß nicht was. Und so hebt man Dinge auf. Okay. Und so wirft man Dinge. Aha. Das ist eine unsichtbare Barriere. Ich brauche jetzt nur mehr einen Duckenknopf. Ah, da. Ducken, nehmen und werfen, das ist ja was ganz Wesentliches bei Little Nightmares. Das ist immer wichtig, wenn man das kann. Und warte mal, eins muss ich noch probieren. Und zwar. Ah, das ist schnell laufen, der Knopf, wenn ich gewusst habe, was der tut. Das heißt. Oh, heute muss ich noch wissen, wie das geht. Oder er kann sie da auf dem Bait einfach nicht anhalten. Das ist immer ein bisschen tricky. Das weiß man nie so richtig. Da ist ganz schön finster da drin. Damit muss ich, glaube ich, meinen Monitor kurz ein bisschen heller stellen. Weil ich gerade am. Es schaut im Stream selbst nicht so dunkel aus, wie es bei mir ausschaut. Es ist besser. Ich weiß nicht, ob es da Collectibles gibt. Links ist zumindest meine Tür. Und da ist Ende. Im Gelände. Und man kann da rauf auf die Kiste. Ja. Aber irgendwie kann er nicht in andere Betten. Okay. Wurst. Oh Mann.
Das ist der creepy Hausmeister und der fängt die Kinder ein da drüben. Mit seinen langen Händen. Boah, den habe ich so gehasst. Warum? So witzig, echt. Was der Chat aber nicht kann, das stelle ich jetzt auch fest, negativ fest. Das kann der Sideways-Chat kann das, der Vertikale kann das nicht, obwohl beides von Stream Elements kommt. Der kann. Ich hab Sound Alerts als Benutzer ausblendet. Und jetzt wird es mal mit dem Chat unten trotzdem angezeigt. Das sollte eigentlich nicht sein. Gut, der Hausmeister ist wieder mal auf Kinderfang. Das war das Schiff mit dem. Wie war das nochmal, die Kinder auf die Insel gebracht worden sind? Oder weggekommen sind? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Oder das ist das Schiff überhaupt, wo wir gerade sind. Irgendwie so funktioniert das. Wow! Boah, das war auch richtig knapp! Ah, ich kann mich nicht erinnern, was mit dem schwarzen Gatsch war. Da krallt mir irgendwas nach. Das darf mich, glaube ich, nicht erwischen. Das wäre nicht so gesund. Oh, ist Auge. Was die Kinder sucht. Da unten, da sind wir herumgegangen. Damals mit der Six. Das können wir erinnern. Da haben wir irgendwas durchschieben müssen, wo wir uns dahinter dann versteckt haben. Es schaut so grafisch immer so geil aus. Ich hoffe, ihr kriegt so gescheite Bandbreiten, Leute. Wirklich. Aha. Die Türklinken ist hoch oben. Na, ich muss zum Augobi. Scheiße. Der Ton erinnert mich so ein bisschen an Krieg der Welten, ich weiß nicht warum. Wie die großen Maschinen, die Leute suchen. Oder da der Winkel? Da kann ich dann eh ungefährdet gehen. Knappig. Okay. So, zerstören wir gleich mal das Bauwerk da. Ahahaha. Ich hoffe echt, das kommt bei euch halbwegs so an, wie es bei mir ausschaut. Das schaut richtig geil aus. Oh, bist du schmal genug, ja. Also das. Der nächste. Guten Abend, Servus, grüß dich, Herr Geisch. Wieso tut ihr das? Kit, du musst springen, ich mag da kurz eine Runde dran. Hui! Das schaut aus, als könnte ich da ein Achievement kriegen. Ja, guten Abend. Rudetz hat mir ja schon einen Herzinfarkt verpasst. Jetzt dann, jetzt du, Herr Geisch. So. Wie ist denn tonmäßig? Es ist ja jedes Spiel anders und ich habe jetzt beschlossen, dass ich mir zukünftig für jedes Spiel, das ich da spiele, ich mein, für das natürlich nicht, weil das ist ja nur der einmalige Stream, aber für Karaman zum Beispiel habe ich mir heute schon einen eigenen Sound Ausgang angelegt und das mache ich zukünftig für alle Spiele, die da jetzt da noch länger betrieben werden. Warte mal, muss ich da irgendwie was auf die Wippe legen, dass mich das nach oben bringt, oder? Oder ich muss schnell genug sein.
Sehr gut, das freut mich. Wieder, glaube ich, mit Vollkaracho Anlauf nehmen müssen. Was wahrscheinlich gar nicht so einfach ist. Oh, ruck. Jawohl. Da haben wir wieder so eine Spieluhr. Was ist denn da immer wie so? Ha. Und da kann ich durch. Ja. Muss immer ein bisschen. Genau. Warte mal, wieso hätte ich jetzt beim Gitter nicht durchgehen können? Vorher beim Gitter durchgehen können. Er ist ja so schmal. Das Klopapier schmeißen wir auch weg. Fall nicht ins Klo rein, da, hä? Weh. Wieso hätte ich da nicht durchgehen können? Da passt er nicht durch, oder was? Aha. Okay. Wieso? Wozu gibt es den alternativen Weg dann? Ah, es ist gar kein alternativer Weg. Aber warte mal. Das schafft er ja trotzdem. Kann ich da einen Sprung schaffen? Ah, ich sehe nichts. Okay. Dann lassen wir das mal in Ruhe. Ah, die haut da ab. Schaut sich das an, die haut da ab. Tschüss. Mit Ü. Aber der Schalter muss ja für was sein. Das lasse ich jetzt sicher nicht so schnell. Kann ich da irgendwie die Tür ein bisschen blockieren? Dass der nicht so schnell wieder aufgeht? Bleib stehen. Warte mal, schafft die Klopapierrollen die Tür blockieren? Aber der Schalter ist ja unten. Müssen den ja nach oben bringen. Ah, die Klopapierrollen ist zu leicht. Überraschung. Ich möchte jetzt. Ja, da muss ich. Und den Käfig kann er nicht über die Schwelle da ziehen, weil da ist er Kanten. Das war im Anzug leider auch immer so. Ist mit dem Anhalten hat er noch nicht so ganz drauf. Da. Kit. So. So. Atmosphärisch ist es wieder mal richtig stark. Es war nur ein bisschen in der Kritik, dass die DLCs eher kurz sind. Und ich verstehe schon, ich meine, ich habe die jetzt glaube ich um 1,70 oder so gekauft pro Stück. Das geht ja dann noch. Aber, und das sind aber minus 70%. Aber alles, was da irgendwie drüber geht, wenn die wirklich nur eine halbe Stunde lang sind, kann ich schon nachvollziehen, muss ich sagen. Dass da ein paar ein bisschen unzufrieden waren. Ja, das geht auch nicht, weil da habe ich immer Hilfe gebraucht. Das heißt, die muss durch das Loch, oder was? Ich hab noch nicht so recht. Wow! Okay. Scheiße. Wow. Einmal schnell aus dem Wasser aussehen. Das ist einmal das Vernünftigste, was man tun kann in dem Spiel. So. Möglichst schnell. Achso, das ist gar nicht so tief. Okay. Möglichst schnell weg immer. Aha. Den dürfte ich ziehen können, gell? Am Griff. Wenn dann. Oh weh. Ich glaube, er nimmt ihn nicht. Ich finde das irgendwie komisch, dass man bei keinem von den ganzen Kindern irgendwie das Gesicht so richtig gut sieht.
Warte mal, wieso kraulst du da? Oh, er krault eh drüber. Jetzt ist die Frage, gibt es da noch irgendwas zum Entdecken? Hinter der Wand? Na, du stößt da an. So ein bisschen komisch beim drüber kriegen, aber ja. Jawohl. So. Das ist ein wichtiges Instrument. Die Taschenlampe. Ah, da muss gar nicht drauf. Wie aktivieren die? Ah, so. Okay. Also auf B. Auf A springt dann auf B. Ah, scheiße, du hast wieder der schwarze Gatsch, wo das grausliche Viech vorher rausgekraut ist. Boah! Scheiße, geh weg! Boah! Ich ekel mich richtig verdeckt. Das sind so schleimige Blutegel, Wurm, Schneckenmischungen irgendwie. Oh oh. Oh. Avanti, 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 avanti. Du musst springen! Und das ist so widerlich. Das schnappt mir und dann wirkt es mir einfach zu Tode wie so ein Anaconda. Man muss halt einfach dann teilweise so viele Tasten gleichzeitig drücken. Jetzt halte ich gerade die Laufentaste gedrückt. Dann muss ich immer. Ups. Ja. Dann muss ich mit links, mit der linken Schultertaste rutschen. Mit A springen und mit rechts hinten muss ich gedrückt halten, damit er klettert. Aha, jetzt ist er nicht gelaufen. Er ist nur gewalkt sozusagen. So, aber jetzt da. Aber schnell. Na, nicht der Ernst. Oh. Was war das jetzt bitte? Könnte es nehmen? Den Saugdings da? Na, schade. Das wird jetzt lustig werden. Hinten ist eine Uhr. Juhu, ich kann raufkrallen. Oh, ruck. Ah, ich schaffe da nicht den Sprung, okay. Ah, da schwimmt da. Oje. Boah. Da kriegt mir aber auch keine 10 Pferde rein in das Wasser. Wenn da ist was zum Klettern, kann ich da hinten auch durch. Rechts schaut man, na, es ist immer schwer zu sagen, was ist optional und was ist regulär. Ja, wieso kann man da nicht durch? Schade. Es hätte jetzt gut passt für irgendein Collectible. Ja, eleganter Schwimmstil. Boah. Ach, der grauslich da in seinen Kanal drin und umschwimmen. Da haben sie es ja bei irgendwie leicht haben sie es schon gemacht. Für die DLCs. Weil ich glaube, die Welt, die ist so ziemlich ident, oder ich meine, stark recycelt. Ah! Oh oh. Da will mich was holen. Kit, bitte, du musst ein bisschen Avanti machen. Oh, das war jetzt, glaube ich, irgendein Hund oder sowas, der wollte mich greifen. Im letzten Moment habe ich es rausgeschafft. Boah, lasst mich doch in Ruhe mit dem Scheiß.
geht's denn jetzt weiter? Warte mal. Oben? Na. Komme ich da irgendwie auf die Rohre auf oder soll ich da wirklich Ovi springen? Ist das euer Ernst? Achso, da Ovi geht's eh. Oh. Er ist ein bisschen nervig, dass er relativ oft die Taschenlampen ausschaltet. Bei jedem, eigentlich bei allem, was man tut, schaltet die Taschenlampen aus. Das kann nicht gut sein. Sag nicht, ich muss den Wurmhaufen da jetzt die Dosen aufschmeißen. Bitte. Der attackiert mich dann ja. Ja, und abgesehen davon, ist das nicht zu hochfern? Menge Licht. Oh, ja, die Menge Licht. Das ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Weg, 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 weg. Geh bitte, geh bitte, geh bitte. Oh. Ekelhaft. Ekelhaft. Was steht da? Bio ist für mich Abfall. Sagen wir es nicht, jetzt muss ich gegen Ratten kämpfen, bitte. Nicht da Ratte her. Ich schmeiße einmal die Klopapierrollen ins Klo. Und ich verstopfe einmal das Klo. Okay. Ist ihm das schwer zum Schmeißen oder was? Komm. Aha. Langweilig. Okay. Ein Schirm? Da ist er schwach. Da ist ein Haber. Kann ich sonst noch irgendwas antragen? Vielleicht da? Na. Und wie will ich zu dem Haber umspringen müssen? Wenn er den Sprung schafft. Ah! Jetzt ist das aktiv. Jetzt wird er das umlenken können. Langsam aber steht. Ah, so. Jetzt ist da ein bisschen mehr Wasser drin. Dann schmeiß ich jetzt die Klopapierrollen ins Wasser. Hahaha. Mach ich mir jetzt einen Spaß. Juhu! So lustig! Okay, das ist abgesoffen. Und was bringt mir das jetzt, dass das Wasser da voll ist? Kann ich jetzt da rechts weiter tauchen oder was? Oder hat der Druck da jetzt irgendeine Tür geöffnet oder irgendwas? Naja. Es ist eh wurscht, ich kann eh wieder einer. Also außer Notfalls. Na, da ist aber nichts. Tauchen kann er auch nicht. Warte mal, was könnte da jetzt das. Ah! Kann es sein, dass jetzt das Wasser wieder, wenn ich umlege, dass er das Wasser wieder ablaufen lässt und ich muss dann schnell ins Wasser und mich mit oben treiben lassen und da rausschwimmen? Ja, ist so, aber er ist hängen geblieben. Okay. Ja, wenn er nicht hängen geblieben wäre an dem Rohr da auf der rechten Seite, dann wäre das, glaube ich, ganz gut gegangen. Ich will so laufen, glaube ich. Da rechts und down erst. Sag mal. Ja, passt. Komisch, jetzt bleib bis Wasser stehen. Weil ich es durchgeschafft habe. Du,
manchmal ein bisschen schwer mit der Perspektive, so wie bei Teil 1 und Teil 2 regulär. Da wird er wahrscheinlich kein Brett lösen können, gell? Na. Ah, es geht in die Richtung auf. Schwimmt der Couch drüben? Ja, sicher! Da war cool, eine weiße Hai-Musik. Wow! Das ist wirklich ein Hund! Scheiße! Die Haut gegen den Kopf verkaut! Die hat Vollgas gegen den Kopf verkaut! Ich hab gedacht, da bin ich safe! Schmeidig! Da ist echt keine Zeit zu verlieren, hey! Scheiße, Alter! So ein Biest! Ah, fuck! Boah! Fuck, ey, das ist schier. Boah! Kann ich es ablenken? Oh! Es. Was? Hast du eine Schatzkarte gefunden oder was? Was habe ich denn da jetzt gefunden? Was war das jetzt? Ich hab ja. Wow, da sieht man jetzt, was das war! Schaut aus wie so ein Inferi bei Harry Potter. Aber was ich da jetzt für einen Trank oder für Stickelzettel gekriegt hab, weiß ich nicht. Denkt ihr das ab? Schon, aber so richtig auch wieder nicht. Schießt du jetzt zum Weitergehen? Na, bitte sag mir, dass auf der anderen Seite nicht ausgegangen ist, weil jetzt, sonst bin ich jetzt hin. Na. Da war nichts, aber wie komme ich da auf? Es ist zu hoch. Vielleicht unten, auf der Seite? So fahren vorbei? Oder muss ich. Ich hoffe, dass die Flaschen jetzt, die da. Warte mal. Na, da komme ich nicht auf. Die Flaschen, die ist jetzt. Also, die gilt als eingesammelt. Grauslicher geht's gar nicht, oder? Echt. Ja, die gilt als eingesammelt. Kann ich vielleicht die Kisten. Schirm? Na, ich schieb da nicht. Muss der Weg da unten sein, wo die Kisten ist, oder? Ob der ja auch, unduschen kann? Da komme ich schon in Ferry da. So, das geht ja aus, der Sprung. Der Deckel ist laufen. Boah. Jetzt muss ich mich über
Der ist drüber umschwingen, oder was? Na, da ist ja ein Leich drin. Jetzt hör auf. Geh, hör auf. Hör auf. Ja, da will ich mich umschwingen müssen. Geschmeidig wie der Spider-Man. Was ist das? Oh, ich glaube, ich muss das Viech fordern, was da drin. Ich hoffe, dass wir die zwei Fischköpfe da genug Zeit verschaffen. Yes! Jetzt mit die Schuhe wieder los, dann ist Servus. Muss ich aufhören, anscheinend. Yes. Aber das ist ja schon wieder zu hoch, oder? Aber das ist ja nicht zum Spaß. Oder? Ist ja Seilwinde. Wie kriege ich das Seil aber? Ah, warte mal, das schaut aus, als könnte ich da klettern, oder? Da kann man nicht klettern. Na, kann nicht klettern. Was übersehe ich da? Oder habe ich nicht genug ohne? Ah, das Brettl ist lose. Warum steht so weit drüber? Guck. Ja, mal. Das ist, da sind sie Gott sei Dank sehr, sehr tolerant. Ich glaube, wenn ich auslasse, verfolgt mich wieder ein Viecherl. Doch nicht. Okay. Jetzt lasse ich mal mit die Luft aus. Wenn es jetzt unten zappeln würde, das wäre arg. Gut, das war eine gigantische Klospülung. Da irgendwas? Wird da die Tür so verdächtig oder was versteckt? Na. Dann will ich da wahrscheinlich hochklettern müssen. Wie der Tisch. Der Krug zittert. Wie der Tisch da festgemacht ist unter Wasser. Also der war unter Wasser und ist festgemacht gewesen, witzig. Okay, das geht nicht. Dann werden wir einen Sessel benutzen müssen wahrscheinlich. Muss ich da das, was auch immer da drinnen ist, benutzen? Dass ich auf dem Tisch, also dass ich rauskomme? Oder ist das ein Gegner, der da drin auf mich lauert? We will see. Ah, Edel ist drinnen. Aber auch ein Schlüssel. Ich finde es halt ein bisschen zart, dass er nicht einmal gegen so einen kleinen Edel eine Chance hat.
Zahlt er mir noch oder ist der jetzt. Okay, ist sowieso nichts mehr erkunden. Ich habe mir gedacht, vielleicht könnte er was erkunden. Ich glaube, ich kann auch oben springen. So wie in die ganzen Spiele, wo man immer die Leitern jetzt schon nach oben springen kann. Oh, da hat's was. Ich glaube, da werde ich electrocuted, wenn ich da irgendwie wo zugreife. Weil nichts verdeutlicht Elektrizität. Der tödlich ist deutlicher als so sprühende Funken. Ja, Druck. Ah! Jetzt habe ich das Wasser abgelassen und vorher war das Wasser unter Strom gestanden. Und jetzt kann ich da einspringen. Das heißt, es kann eigentlich kein Viech drinnen sein. Achso, es ist überhaupt ganz seicht. Ja, da okay, komme ich ja nicht raus. Warte mal. Das kann ich bewegen. Ah, fuck. Ich glaube, ich muss das jetzt irgendwie so platzieren. Ah. Ich glaube, jetzt sehen wir gleich einen Stromunfall, einen tödlichen. Oh, uncool. Jetzt werden wir gleich Augenzeugen von einem furchtbaren Unfall. Hey, er ist ins Wasser gehängt, aber es hat zählt. Wow. Da kann man schon mal klatschen. Aber ich bin jetzt richtig, was steuerungstechnisch und so weiter, was das angeht, bin ich gut drauf, weil es noch nicht so lange her ist mit Teil 2. Ich hoffe, das ist nur Seetang. Ja, es ist nur Seetang. Oh, geh weg! Grausliche Kreatur! Kann ich ihm das Brettl auf den Schädel hauen? Na. So. Avanti und Sprung! Ja, auf wieder! Wieso krallt dann aufs Fastel nicht auf wie der Lausbube? Scheiße. Na, jetzt lassen Sie mich unten starten? Der ist da. Ah, das ist Überreste, gell? Ja. Mietz, Mietz. Komm, Happy Papi. Kit, 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 komm. Hopp, 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 hopp. Komm! Das schaffst! Komm! Yes! Oh, ruck! Ich muss immer gleich weiter, wenn nicht. Ja. So ein Laus. So eine Laus da unten drinnen. Bis der das da anschubsen kann. Unten schwimmt ein Klodeckel unter die Röhre rein. Der Sprung kommt mir gut. Arg weit vor.
schwingt immer zu mir. Yes! Ja, sicher. Jetzt muss ich den Sprung da zurück schaffen. Yes. Also. Hä? Achso, da oben wäre einfach ein Loch gewesen, aber wozu ist dann das, oder? Das muss ja nicht. Das muss ja einen Zweck haben, bitte. Ist das da ein Secret? Wie die Floschen vorher? Ja! Dann wäre mein Schalter vielleicht vorher irgendwas gewesen wegen der Floschen. Ganz am Anfang. Aber was das da ist, sagt mir halt auch kein Schwein. Zu den Floschen gut sind. Mit Maus und Tastatur hätte ich da absolut keine Meter. Ich sag's euch, wie es ist. Da zahlt es wieder aus, wenn ich in Controller nehme. So, jetzt könnte ich Klopapier runter reinschmeißen. Ja, hätte er keinen. Jetzt muss ich da anscheinend ins Wasser abspringen. Da drüben ist eine Kurbel. Da ist drüben so eine Leiter. Da wird wahrscheinlich das Wasser steigen. Aber warte mal. Ich will einmal schauen. Ich will den Koffer nämlich so platzieren müssen. Nein, nicht aufklettern. Dass ich dann oben. Okay, er nimmt den Koffer irgendwie nicht. Ich muss den jetzt so platzieren. So. Jetzt schaue ich mir das vorher mal an. Ob ich da jetzt schon klettern kann. Ja, kann er. Ist die Kurbel? Wo brauche ich denn die Kurbel? Da unten links. Aber die kann er ja nicht so weit schmeißen, oder? Die sauft mir ab, die Kurbel. Oh! Ich glaube, ich muss die Kurve. Warte mal. Pass auf. Ich glaube, ich muss die Kurve da auf dem Koffer platzieren. Das sauft noch weiter ab. Scheiße. Okay. Ja, dann ist es wurscht, wenn die Kurbel absauft. Wenn ich das Wasser eh ablaufen lassen kann. Dann muss ich es ja nur unten am Boden dann am Koffer platzieren. Ah, das wird schön gewesen. Und jetzt direkt den Koffer getroffen hat. So. Dann lassen wir das Wasser ab. Ah, sie hängt oben, aber das, dem vertraue ich nicht ganz, dem Frieden. So. Bleibt die da jetzt liegen? Ja, ich muss es eh riskieren. Sonst muss ich es halt nochmal neu platzieren. Ja, sie bleibt.
Das kann jetzt etliche Male schief gehen, dass man die Kurve absauft. Ich weiß nämlich nicht genau, wie fest der fixiert ist auf dem Koffer da oben. Aber die hält da gut oben. So, und jetzt kann Mist bauen. Ja. Jetzt geht eine Tür auf, gell? Ja. Und es wird eine Tür sein, die wieder zufällt mit der Zeit. Wie ganz oft bei... ja. Okay, das geht aber verdammt schnell. Das ist ja, also, boah. Da muss ich schon ein ganz schön fixes Kerlchen sein. Und die in Koffer nimmt man mal irgendwie auch nicht beim Griff, dass ich den gut platzieren kann. Wow! Da fällt euch nichts mehr ein, hä? Wenn ich da im Pro-Game rauslasse. Fuck! Scheiße. Ja, halt die Fressen. Ah, scheiße, er hat den Hagel nicht erwischt. Wow. Ich glaube, da muss ich... Warte mal. Die Fernseher hat es im zweiten Teil als Teleporter gegeben. Ich glaube, ich muss das Ding jetzt irgendwie da rösten unten. Indem ich den Fernseher ins Wasser schmeiß. Aber wie komme ich um mit zum Fernseher? Das ist die Frage. Weil das ist ja eindeutig zu hoch da unten. Dass ich da dann aufgekletter. Oh. Ich glaube, ich muss mich da schwingen. Okay. Jetzt lass das Wasser steigen, nicht mehr an. Wow! Hörst du auf! Du verdammtes, schierches Viech. Jetzt wirst du gleich da gegrillt, Freundchen. Oh! Ja, du nur. Was? Scheiße, du weiter! Kit! Schieb an! Super Beast! Scheiße! Wie weit er einfach springen kann. Aber das mit dem Schirm da oben, das ist schon wieder was, das ist nicht meins. Jetzt schiebe ich eher nach rechts.
aus der Richtung da. Was ist das schier? Yes! Ja, leg die nicht mit mir an. Leg die nicht mit mir an. Du grausliche Kreatur, du. Selber schuld. Jetzt mir anklären lassen. Okay. Ma, da ist aber eine Flasche dahinter. Das sehe ich von da aus schon. Ich mag das nämlich nicht, wenn ich nicht sehe, was ist optional und was ist regulär der Weg. Das sind die Sachen, die taugen wir nicht. Und wo ist es jetzt fair gewesen? Weil da hat man die Flaschen hinter die Bretter gesehen. Das schaut wie das Ende aus. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass das Ende ist. Ah! Der Hausmeister! Die Six. Leute, da ist die Six eingesperrt. Das ist der Anfang von. Das ist der Anfang von Little Nightmares 1. Das ist es mehr als 6 im Käfig, glaube ich, drinnen und dann wird ein Käfig ausgezogen. Das ist der Kit. Fuck.